Hallo, hier ist wieder Cornelia Böhm mit einem weiteren Video zum Thema Selbstliebe stärken. Heute geht es wieder um eines meiner Lieblingsthemen, Gefühle fühlen. Ich beschäftige mich ja schon sehr lange damit, die Gefühle oder intensive Gefühle im Körper zu fühlen. Ich habe schon in mehreren Videos beschrieben, wie man seine Gefühle im Körper fühlen kann. Die Schwierigkeit dabei ist aber, dass einen gerade sehr intensive Gefühle ganz plötzlich überkommen und auch sehr schnell, sehr stark da sind. Und da wir ja geübt sind, darin die Gefühle dann schnell zu verdrängen oder einfach auszuagieren, passiert das oft unmerklich. Also das Gefühl kommt hoch und schon haben wir irgendwie reagiert, vielleicht irgendwie zurückgeschimpft oder sich abgelenkt, indem man einfach an irgendetwas anderes denkt und man hat dann die Chance praktisch verpasst, das Gefühl zu fühlen und dadurch auch im eigenen Gefühlshaushalt ein bisschen Ordnung zu machen. Dadurch bleibt das Gefühl aber im Körper und aufgestaut. Eine Übung für den Anfang mit dieser Arbeit des Gefühlefühlens wäre also, dass du dir einfach bewusster darüber wirst, welche Gefühle du fühlst oder wann du Gefühle fühlst. Dass du dich einfach genauer beobachtest und dich aufmerksam machst. Ah, so, da war jetzt gerade eine Traurigkeit. Ich hatte das zum Beispiel gestern. Meine kleine Tochter war bei den Großeltern über Nacht. Und obwohl ich das voll genossen habe, einen Abend für mich, also Badewanne, relaxen, also es war echt super. Aber trotzdem habe ich sie plötzlich vermisst. Jetzt überkommen mich gleich wieder die gleichen Gefühle. Ich habe dann gestern für sie ein Video aufgenommen. Also wir machen immer wieder Videos, die wir halt dann später auch geben können. Normalerweise von ihr selbst, aber diesmal habe ich eins aufgenommen, wo ich ihr einfach das erzählt habe. Und eben, dass ich sie vermisse, obwohl ich es natürlich auch genieße und dass ich sie am liebsten bei mir hätte. Und wie ich das Video gedreht habe, habe ich gemerkt, boah, da ist voll die Rührung hochgekommen. Dann habe ich auch einfach pausiert und habe das einfach gefühlt, einfach da sein gelassen. Und das war super, einfach eine neue Herangehensweise. Normalerweise würde man vielleicht einfach drüber gehen oder sich zusammenreißen, weil der Sinn des Videos war ja nicht, dass eine heulende Mutter irgendwann sich anschauen kann, sondern ich wollte einfach nur eben mitteilen, dass ich sie vermisse und diese Wertschätzung auch sich selbst gegenüber, ein Gefühl, das du hast, das einfach auch zu leben und zu fühlen und nicht abzuschneiden, zu verdrängen oder abzuwerten, sich vielleicht dafür zu schämen, das ist für mich auch ein Akt der Selbstliebe, der Selbstwertschätzung und des sich voll und ganz Annehmens, dass ich mich einfach mit allem, was zu mir dazugehört, annehme und lebe und dazu eben Ja sage. Ich möchte dich einladen, eine Zeit lang einfach sensibler zu werden dafür, welche Gefühle in dir hochkommen, diese zu beobachten und einfach einmal nur dir bewusst zu werden, oh, jetzt ist gerade ein intensives Gefühl gekommen oder es kann auch nicht so intensiv sein. Jetzt bin ich gerade fröhlich, jetzt bin ich gerade gerührt, jetzt bin ich gerade traurig, jetzt schäme ich mich gerade, jetzt kommt ein bisschen Angst. Und jetzt, man muss ihn nicht einmal bewerten, aber einfach nur, dass ein Gefühl kommt, dass einem das auffällt, bewusst wird, das ist einmal der allererste Schritt. Einfach einmal nur sich bewusst darüber zu werden, dass man fühlt die ganze Zeit. Und wenn man sich dessen bewusst wird, wird man auch merken, dass man sehr viele Gefühle gar nicht zulässt und sich immer sofort ablenkt und beschneidet. Wenn man sich eines Gefühles bewusst wird und es passt gerade, wäre es natürlich ideal, dass man dem Gefühl dann auch Raum gibt, dass man es einfach fühlt. Es kann zum Beispiel sein, du denkst über etwas nach, was du machen möchtest, eine Reise in ferne Länder. Und im ersten Moment freust du dich und planst und überlegst und sagst, ja, das ist super. Ein paar Stunden später denkst du wieder daran und du merkst ein Gefühl von Angst, weil man natürlich auch Angst vor der Ferne hat. Angst vor dem, wie die Reise sein wird, vor dem Unbekannten. Und einfach nur sich bewusst zu werden, okay, da ist jetzt ein Gefühl und ich beobachte es einfach. Ich lasse es einfach da sein und ich fühle es. Und es ist okay. Wie man die Gefühle dann interpretiert und was man für sich daraus ableitet, das ist wieder ein anderes Thema. Aber die Gefühle einfach einmal zu fühlen, ändert auch schon vieles und gibt einem auch viele Einblicke über sich selbst und, wie ich finde, auch so eine Art Handlungsanweisungen oder Ideen, wie man weiter vorgehen kann. Das Beispiel vorher war ein Beispiel von mir
Und als ich diese Ängste dann auch gespürt habe, die hochgekommen sind, habe ich sie gefühlt und für mich dann auch gemerkt, es ist jetzt keine Intuition oder so, die mir sagt, ich soll diese Reise nicht machen, sondern es ist einfach, sind einfach die Ängste, die Erregung und Aufregung, die man mit einem neuen Abenteuer verbindet. Und eigentlich habe ich diese Erregung und Aufregung dann auch genossen. Und sie zu fühlen, war ein tolles Gefühl letztendlich. Also viel Spaß beim noch weiteren Entdecken, dass du ein fühlendes Wesen bist. Das war's soweit von mir für heute. Tschüss!